So, holen wir uns die neue mythische Minigun mal, machen natürlich nebenbei die wunderbaren Aufgaben für Tentina frei. Hier ist natürlich die Hölle los, glaube ich. Ja, hier viele in Retail, die es vielleicht nicht geschafft haben, aber da wird die Hölle los sein. Das Gute ist, wir könnten theoretisch, das machen wir auch. Ich denke mal schon, dass das vielleicht smart ist. Die gehen direkt runter. Okay, ja, Noble ist halt ein bisschen kritisch hier, ne? Hier ist alles Action-Maction, Freunde. Machen wir mal da oben eine Bombe. Perfekt, wenn man treffen würde, wäre man natürlich auch im Vorteil. Oh mein Gott. Den Pump haben wir. Nice. Okay. Oh mein Gott, hier ist sehr, sehr viel los. Oh mein Gott, hier ist so viel los. Gönnen wir das? Let's go. Ah, ihr seht hier, Leute, auch im Hintergrund hört man schon die Helikopter. Die sind ja jetzt auch da. Und vielleicht finden wir sogar ein neues Eminem-Lama. Würde mich sehr, sehr freuen. Ah, die TNT in der Spitzhacke sieht geil aus. Schaut euch das mal an. Der ist hier drin, der Boss. Oh, alle sind hier und holen sich die Minigun ab. Pass auf, ich weiß nicht, ob er checkt, dass ich hier bin. Ich hoffe, er checkt es nicht. Oh, crap. Geh weg jetzt von mir. Wir haben die Minigun, let's go. Leider Copyright, Leute. Die Nike-Schuhe gibt es da nicht. Nee, der Arme, ja. Ich habe den Copyright-Sound ausgestellt. Das bedeutet, wir hören nicht wie Eminem, wenn ich hier schieße, hört ihr den Sound. Und wir hören nicht, wie Eminem hier uns was runterrappt. Das hören wir nicht. Ich probiere mal. Anscheinend ist er doch nicht hier. Weißt du was, zieht dein Ding durch? Wo ist denn nochmal der Tresor? Ah, der war dahin. Warte, ich habe aber erst ein bisschen Respekt vor dem Dude. Er zieht einfach durch. Okay, gib mir das mal. Ja, okay, da ist auch ein Helikopter und ist auch durchgezogen. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Oh, jetzt sogar Chap. Oh, hier ist sogar, Leute, das neue Lama. Das ist tatsächlich das Lama von Eminem im neuen Design. Sogar im Tresor steht Lama. Das ist ja cool. Finde ich witzig. Nice. Hey, guck mal, man kann damit durchsprayen. Das Ding, ich habe es im Infovideo schon gezeigt, braucht nämlich so eine Ewigkeit, bis es überhitzt. Ey, das ist so crazy. Es braucht eine extrem lange Zeit, bis es überhitzt. Das heißt, ihr könnt damit sprayen und sprayen und sprayen. Kommt noch ein Biggie, nehme ich. Perfekt. Nice. Gefällt mir. Nebenbei noch die Tag. Das Ding ist ein Nahkampfmonster. Auf Range, ne? Auf Weitkampf jetzt nicht. Aber Nahkampf, mittlere Distanz ist das Ding einfach ein Biest. Ich würde sagen, wir nehmen noch die Sniper mit. Mit dem Grappler zum Rotieren. Klar, hätte ich auch gerne den Helikopter. Habe ich leider jetzt nicht bekommen. Der eine ist damit abgehauen. Obwohl, der war doch wieder hier. Das war doch der Skin, oder? War das nicht der Skin? Also an alle hier. Ihr hört, wie die schießt. Die hat natürlich Eminem als Sound, ne? Wenn Eminem hier rappt, das hat er eigentlich als Sound. Leider, aber jetzt im Moment nicht, da ich Copyright aus habe. Egal, wir gehen mal da hoch. Oh, crap. Darauf hat er doch nur gewartet, ne? Wir nehmen einen anderen Weg. Wo schießen die denn? Oder von vorne schießen? Oh mein Gott, ich gebe ihn im No-Scope. Wo kam er denn her? Ein Helikopter kommt wieder. Oh mein Gott. Hier unten muss doch bestimmt am Berg irgendwo ein Lama sein. Ey, ich meine irgendwo ein Helikopter. Warum macht deine Minigun keine Geräusche? Das liegt daran, Leute, die macht Geräusche. Ihr hört es ja, warte. Die macht ja den normalen Minigun-Sound. Aber die macht eigentlich einen Eminem-Song. Wo Eminem rappt. Das habe ich aber ausgeschaltet, GGs an mich auf der anderen Stelle. Das habe ich ausgeschaltet, Freunde. Weil das Copyright ist und ich bin ja auf YouTube live und YouTube im und Copyright vertragen sich nicht so. Nice. So, das steht hier bei der Minigun, Freunde, falls ihr euch das angucken wollt. Aber ich würde sagen, wir holen uns ein Helikopter. Das ist eigentlich super jetzt in der Season, ne? Zum Schallern. Der hat ihn leider mitgenommen. Egal, sei es drum, gehen wir in den Tresor, holen uns einen neuen Grappler, der aufgefüllt ist. Ach, nice.
Schön. Neues Lama, Chopper sind da, neue Minigun. Geil, geil, geil. Und wie ekelhaft wir ihn abgestoppt haben. Also immer die neuen Orte sind natürlich dann immer, ich sag mal, das neue Tilted Towers, weil da extrem viel los ist. Nächste Woche kommt The Shark und da drauf die Woche der Juice World Ort. Die werden auch in den ersten Stunden und Tagen extrem viel abgehen. Okay. Die Spitzhacke ist auch cool von Tintina, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, dann lass mal losziehen. Ziehen wir jetzt endlich mal heraus und fliegen los. Habe ich Bock drauf. Und yippie, Schweinebacke. Ah, gibt's, wie gesagt, Leute, die haben eine hundertprozentige Spawn-Chance, die Chopper jetzt, falls ihr euch das fragt. Nice. Oh, guck mal, Kevin, der Würfellackierung auch mega. Aber die brauchen auch Benzin, oder? Ja, klar brauchen die Benzin. Ich soll nicht ehrlich damit jetzt zur Tanke gehen und das Ding auftanken. Willst du mir nicht sagen, ich soll jetzt hier landen bei der Tanke? Wir nehmen uns den und fliegen. Wir nehmen den Bug. So, damit, das kann ich wenigstens wieder auftauchen, tanken. Gehen wir, perfekt, ist fast kaputt. Gehen wir mal hier zu der Agency. Da ist auch ein Helikopter, by the way, auf der Fläche. Ja, das Ding ist halt eine Lasermaschine. Das Ding ist halt ein Biest. Im Nahkampf kann man da fast nichts gegen machen. Es sei denn, du drückst einen guten Headshot mit einer Spaß oder so. 500 Schuss und 200 braucht die bis zum Überhitzen. 200 Schüsse braucht das Ding bis zum Überhitzen. Auch auf die Range. Alter. Auch auf die Range wurde er gerade auseinandergelasert. Oh, nice. Ein Hit. Gehen wir mal dahin. Die kämpfen doch bestimmt jetzt, oder? Habe ich ihn mitgebounced? Ja, aber leider habe ich ihn kein Damage gemacht. Also ich habe ihn Damage gemacht, aber ich habe ihn nicht hochgekickt, weil manchmal fliegen die dann noch über die ganze Karte. Boah, das ist ganz knapp. Ey, wenn du da mal nicht grabbelst, dann war es das mit dir. GG's an dich. Oh, er hat die mythische Drumgun. Mythische Drumgun oder mythische Minigun? Ja, die Drumgun. Ey, ist schlechter. So. Aber beides. Komm, wir nehmen mal beides mit. Take weg. Jetzt haben wir beides. Oh, das war's mit mir. Strategie sieht wie folgt aus. Wir holen uns Loot. Dann holen wir uns ein Auto. Gehen schnell da rein. Und dann snacken wir uns die Minigun. Weil hier sind wir wenigstens dann ausgestattet. Haben Schild und ein paar Metz. Bitte, ah, Metz brauchen wir eh nicht. Gut, seht ihr? Ein bisschen was an Loot. Als wenn wir da unten jetzt den Stress uns machen, ne? Wir haben auch eine Loot-Pull-Up-Änderung. So, direkt ins Loch. Ha, das hört man nicht nur in Fortnite. Okay, nein. Oh, was ist, was, what are you doing here? Machen wir jetzt hin. Mach's Brett auf, mein Junge. Hier, Eminem Lama. Auf ein zweites mit dir. Okay. Let's go. Ziehen wir weiter. Und hauen sie rein, Sekrodo. Danke dir für die geile Minigun. Also nach 200 Schuss überhitzt das Ding. Das finde ich halt krass. Also ich muss sagen, die Minigun scheint mir echt krass zu sein, weil die, wie gesagt, erst nach 200 Schuss so überhitzt hat. Heben wir mal ab, oder wie? Boah, was war... kann ich ihn rammen? Alter, aber das ist das Ding. Also, was ich sagen muss, ich find's komisch, dass da... Alles klar, was geht mit dir ab? Also, hier hätten sie eigentlich wirklich... Keine Ahnung, also ich finde, hier hätten sie das schon rausnehmen können. Dafür müssen wir das Dach kaputt machen, weil wenn ich es nicht kaputt mache... Okay. Jetzt brauchen wir nur noch dieses blaue Reparatur-Item, dass wir auch Fahrzeuge und Helikopter zum Beispiel reparieren können. Ja, geht das jetzt aber? Die hätten das ja auch irgendwie... Deshalb 200 Schüsse, ja.
Der Grund, da habe ich, denke ich, auch so, aber... Haben wir noch irgendwen, wo wir natürlich die Minigunner austesten können? Schier bin ich ehrlich. Oh. Jetzt kommt die Minigun zu dir, Mann. Yo! Da kannst du halt nichts tun, ne? Der weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Gut, das sind jetzt auch gerade Bots, aber geht sich ja auch durch alles Gebautes durch, ne? Das ist ja auch das Krasse. Und der arme Prostet. Guckt, Leute. Jetzt reicht's! Was macht ihr eigentlich für ein Damage? Die graue Sniper, eine 99er... Der Floor-Loot und natürlich allgemein im Loot-Pool. Konnte man zwar davor schon bekommen, Leute, die Sniper, die Reptil-Sniper, aber... Oh, crap. Man konnte die Sniper davor schon bekommen, aber lediglich aus dem Tresoren. Aber gegen Autos kann... Was will er machen mit seinem Auto? Oh, da unten ist der mit der Mini, mit der Drumgun, ne? Du kämpfst doch gegen den, der hier ist. Ah, er haut wieder ab. Also die Drumgun, wir müssten mal die Only Drumgun, die Only Drumgun Challenge mit Minigun machen. Eins von beiden. Das fliegt so hoch. Ne, das ist ein Bug, Freunde. Dass das so hoch fliegt, ist ein Bug. Alter, oh, wow. Oh, wird sich der... Der Arme. Mann. Ach, Mann. GG's, my friend. Ah, hier, guck mal. Mann. Die volle Power der Minigun. Gut, war auch ein Bot, aber ihr seht's. Die, was die halt anrichtet. In so einer kurzen Zeit wie der Match. Wenn ich jetzt den Schuss mit dem Grappler nicht treffe, bin ich tot. Hätte ich den nicht irgendwie getroffen, hätte ich zu früh geschossen, ich wäre tot. Das ist halt so crazy. Gut, einer ist noch tot, es leben noch zwei und das ist einmal da hinten jemand. Irgendwo da hinten sind sie. Auf jeden Fall der mit der Drumgun. Ah, guck mal da. Das ist der mit der Drumgun. Gegen 200 Schuss kannst du nichts tun, verstehst du? Auch du nicht. Alter, ist das geil, Mann. Dickes GG, Alter. Holy moly, Bretter die sich überall durch. Richtig nice. Here we go.